Willkommen zurück zu Praxeus und Opus Magnum. Ich hoffe, ich werde nicht nochmal so einen elementaren Fehler machen, wie sowas ich gerade eben. Mal schauen. Also wie in der letzten Folge, als ich eine Dreiviertelstunde gebraucht habe, um dieses Eisen in der Mitte zu lösen. Und das zu Kupfer umzuwandeln. Ich dachte ja zuerst, ich müsse das Eisen gegen Quecksilber austauschen, weil die Symbole ähnlich sind. Hab dann nachgeschaut im Internet auf YouTube und merkt sofort, oh, das ist ja Eisen. Das ist ja Kupfer und nicht Quecksilber. Und hab dann dementsprechend natürlich umplanen müssen. Saß wie baff davor und hab den Fehler nicht gefunden gehabt. Und ob es dann eine einfachere Lösung gibt, gibt es natürlich höchstwahrscheinlich auch. Aber naja, okay, so viel dazu. Und was geschieht nun? Das ist ungewiss. Wird es Verhandlungen geben? Nutzlos. Verhandlungen sind niemals nutzlos. Ich wollte damit sagen, dass ich nutzlos bin. Was nützen meine Fähigkeiten, wenn ich nichts ändern konnte? Wofür habe ich mir all diese Mühen gemacht? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, den Philosophen zu spielen. Du hast recht, tut mir leid. Der junge Taros Kolvan. Ha! Ihr Schwächlinge, ihr hattet recht, Verin. Vor denen muss man wirklich keine Angst haben. Wie ich erwartet habe, hatte... Haus von Tassen war schon vor langer Zeit vom rechten Weg abgekommen und wir haben dies korrigiert. Jetzt müssen nur noch die Bedingungen ausgehandelt werden, auch wenn sie sich wahrlich nicht in der Position befinden, Forderungen zu stellen. Verhandlungen sind langweilig. Sie sind notwendig. Warum töten wir sie nicht einfach alle? Das scheint mir doch eine etwas drastische Lösung zu sein. Ich hasse die Vorstellung, dass diese alte, schwache Familie überlebt. Obwohl wir sie besiegt haben, sie werden ein kümmerliches Dasein fristen, uns um unsere Essensabfälle anbetteln und von den guten alten Zeiten schwärmen. Es stellt ein Risiko dar und ihr selbst, Verin, habt mir gesagt, dass es an der Zeit ist, mit der Vergangenheit zu brechen. Das habe ich, ja. Ihr habt doch keine Angst, oder? Selbstverständlich fällt es euch leicht, einen Angriff vorzuschlagen, aber wenn es darum geht, diesen Vorschlag in die Tat umzusetzen, ich verspüre nicht im geringsten Angst. Wenn du der Ansicht bist, dass es die richtige Entscheidung ist, Haus von Tassen auszumerzen, stehe ich hinter dir. Verin, ihr haltet euch für gerissen, aber nur weil ihr der Hausalchemist seid, bedeutet es das nicht, dass eure Vorstellungen wichtiger sind als meine. Mit der Leserei habe ich es heute auch und gestern auch schon nicht. Habt ihr das verstanden? Das stimmt auch nicht. Aber egal, selbstverständlich, Taros, folgt mir. Kapitel 3, Exil und Diebstahl, weggeworfenes Papier. Zulassungsurkunde. Anna Taeus war ja Alchemistung. Für was die? Keine Ahnung. Haus von Tassen. Gemäß dem zweiten kaiserlichen Alchemiegesetz und seinen rechtmäßig promulgierten Ergänzungen verleiht die kaiserliche Alchemistengilde hiermit der oben genannten Persönlichkeit eine Lizenz zur Ausübung des alchemistischen Engineerings im Dienste des aufgeführten Hohen Hauses. Auswirkungen. Ich wünschte, wir wären zurückgegangen. Wir hatten keine andere Wahl. Ich weiß, und trotzdem, wenn zumindest Frederik überlebt hätte, dann hätte es eine geringe Chance gegeben, dass Haus von Tassen fortbesteht. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir sollten über unsere nächsten Schritte nachdenken. Es gibt keine nächsten Schritte, verstehst du das nicht? Niemand wird es riskieren wollen, sich mit uns einzulassen. Wir werden den Rest unseres erbärmlichen Lebens damit verbringen, uns zu verstecken. Ich hätte zurückgehen und mit ihnen sterben sollen. Concordia. Bist du etwa nicht auch wütend? Wütend? Ich? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir etwas anderes verdienen, nachdem ich das Haus so armselig verteidigt habe. Meine Laufbahn als Alchemist liegt in Scherben. Wie sinnlos das alles war. Vielleicht sollte ich mir die Sache einfach aus dem Kopf schlagen. Hör mal zu, Anna Taeus. Tu, was du willst, aber ich weiß, was mein nächster Schritt sein wird. Rache. Ich weiß noch nicht genau wie, aber Rache ist mein neuer Lebenssinn.
Ist das eine weitere Maxime der Häuser? Ehre, Verrat, Rache? Nein, ich will einfach nur ein Dolch in die Herzen dieser elenden Kulwans stoßen. Wie konnten sie nur so herzlos sein? Concordia, ich werde mal einen langen Spaziergang machen. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich muss den Kopf frei bekommen. Warte, Concordia. Was ist? Ich wollte nur sagen, dass... Nun ja, wozu wir uns auch entschließen, wir werden zunächst einmal Materialien für die Transmutationsmaschine benötigen. Ich komme mit dir. Sigmas Garten. Werde ich jetzt kein Spiel spielen? Alkoholseparierung. Bevor du fragst, dieser Gin bedeutet nicht, dass es mir schlecht geht. Das ist alles im Namen der Alchemie. Ich wollte gar nicht fragen. Der Plan ist eigentlich ziemlich genial. Ich werde einzelne Elemente von dem Alkohol trennen. Im Prinzip ist es der gleiche Prozess, den ich vorher verwendet habe, als Anathaeus? Anathaeus? Ja? Gib niemals die Alchemie auf. Löse dieses Rätsel. Alkoholseparierung. Uiu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 
Okay. Nicht brauche ich das ja dann nicht wirklich. Ich brauche ja eigentlich nur Salz. Alles andere habe ich ja hier. Feuer? Erde? Was? Feuer, Erde? Wasser? Luft. Zeugnisse nur jeweils eins oder wie? Kann ich mir sogar sparen, glaube ich. Halbes. Also, ich bin zwei greifen. Zweimal im Uhrzeigersinn drehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, viermal. Erstmal viermal plus. Viermal plus. Einmal. Die Uhrzeiger sind und loslassen. Ich muss die ja nicht zusammenbinden, da steht ja nichts in zusammenbinden, die sind ja einzeln. Oh, aber ich muss ja, ich muss sie trennen. So, und dann brauche ich ja gar nicht so viel, okay. Dann brauche ich ja gar nicht so viel. Ich entschuldige mich. Ach so. Das bedeutet ja, also heißt. Also meine Stämme, wir gehen beides aus. Heißt, ich muss das ja dann auch aufteilen. Also ich habe zwei Salz. Luft habe ich. Ein Feuer habe ich hier drin. Na, da komme ich dahinter nicht hin. Einmal greifen, einmal schwenken. Einmal greifen.
Einmal fahren. Einmal schwenken. Bin ich. Ja, das geht schon so. Kann ich so machen, wenn ich das möchte. Einmal schwenken. Einmal drehen, nein, einmal drehen gegen den Uhrzeigersinn. Immer hier, was ist das? Wir fangen mal aber auch mit dem hier an. Soll ich gleich einstellen. Einmal schwenken, loslassen. Kann natürlich ein bisschen sparen. Ist eigentlich völlig egal. Ich, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ich stehe dann so eigentlich vollkommen normalerweise. Oder versenkt das. Sehen wir dann. Versenkt sie es gleich oder alles zusammen, aber da sie gebunden ist, müsste sie eigentlich sofort versenken. Also, weil ansonsten liegt es mal im Weg rum, wenn sie es nicht sofort versenkt. Aber auch so liegt es mal im Weg rum. So, machen wir es so. So. Also, dann machen wir greifen. Dann geben wir einmal Plus. Dann tun wir einmal drehen. Den Uhrzeigersinn und lassen los. Ja, versenkt gleich. Die Frage. Klar, dann kann ich es direkt dran ziehen. Hier nach links. Fahrt aus. Reif. Zieh ran. Schwenkt zweimal. Und lass los. Ne, halt. Falsch. Und das los. Aber ich finde die Reihenfolge ein bisschen blöd, aber ist egal. Schwenkt zweimal. Das los. Schwenkt zweimal. Das los. Nee, das stimmt nicht. Nee, natürlich stimmt's nicht. Ich muss es drehen. Nicht bauen.
einfachen Anweisen. Es tut ja hier nichts. Ausfahren. Reifen. Einfahren. Eigentlich doof. Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen verschusselt. Also, zugreifen, hochfahren. Einmal drehen, loslassen. Einmal zurückdrehen. Ausfahren, zugreifen, zurück. Dann passiert nämlich aber noch nichts. Es geht auch so nicht. Aber ich kann es mit einziehen und zweimal drehen machen. Uhrzeigersinn 1, 2, 3, 4. Nee. Minus. Unter. Wasser fällt zum Schluss, okay. Wasser fällt zum Schluss, Wasser fällt zum Schluss. Mal hier. Dann drehe ich ihn. Drehe ich einmal Richtung Uhrzeigersinn, fahre wieder eins hoch. Wieder eins hoch. Jetzt zweimal im Uhrzeigersinn. Was ist los? Oh, halt, schwenken. So, jetzt drehen wir das
1, 2, 3 Mal nach links. Wo habe ich... Oh, halt mal, hier noch das. Der ist jetzt eigentlich schon hier. Jetzt zweimal hier nach links. Gegen Uhrzeigersinn zweimal. Greif zu. Jetzt zweimal den Uhrzeigersinn. Einmal runter. Noch einmal im Uhrzeigersinn, glaube ich. Oder so. Mal ich aber gucke. Natürlich falsch. Das war schon eine normale Folge wieder. Praxeus spielt Opus Magnum.